Erstellung der schnellsten Facharbeit mit Hilfe der kostenlosen Software Citavi. Organisieren Sie Ihre gesamte Facharbeit mit Hilfe von Citavi. Entwickeln Sie die Gliederung innerhalb von Citavi. Erfassen Sie die vorhandene Literatur. Laden Sie Ihre Aufgaben. Recherchieren Sie Ihre Literatur. Erfassen Sie Zitate sowie eigene Ideen. Entwickeln Sie eine eigene Argumentation. Und stellen Sie die Arbeit schließlich in Word fertig. Wie das funktioniert, möchte ich Ihnen nun demonstrieren. Ich zeige Ihnen die grundsätzlichen Arbeitstechniken mithilfe einer Beispielarbeit. Wenn Sie Citavi öffnen, sehen Sie drei verschiedene Register. Im Register Wissen finden Sie die Karteikarte Kategorien. Hier können Sie eine neue Kategorie hinzufügen. Die Bestimmung der Kategorien richtet sich nach ihrer Gliederung. Ich werde jetzt hier zum Beispiel eine neue Subkategorie hinzufügen, nämlich die photometrische Bestimmung. Automatisch wird die Nummerierung durchgeführt. Die Kategorien können verschoben werden, sowohl mit Drag und Drop als auch mit Hilfe der kleinen Pfeiltasten. Sie können auch in der Hierarchie höher oder tiefer gestuft werden. Wenn die Kategorien als solches zunächst einmal eingerichtet sind, kann man zur eigentlichen Recherche wechseln. Ich habe hier schon einige Seiten vorbereitet. Ich habe also zunächst mit Hilfe von Google Scholar nach Nikotin in den Blättern der Tomate gesucht. Dabei bin ich auf eine Publikation aufmerksam geworden. Bei der Installation der Citavi-Software wurden zusätzlich die sogenannten Add-ons mit installiert, sowohl für den Firefox als auch für den Internet Explorer. Im Firefox nennt sich dieses jetzt Citavi Picker. Ich habe also die Möglichkeit, diese Webseite als Titel an Citavi zu senden. Das kann unter Umständen ein paar Sekunden dauern. In Citavi ist jetzt dieses Dokument aufgetaucht. Ich kann mir hier auf der rechten Seite eine Vorschau anzeigen lassen. Die Vorschau wird erstellt und ich werde gefragt, ob ich eine lokale Kopie dieser Webseite als PDF abspeichern möchte. Das bestätige ich. Und ein PDF-Dokument wird erzeugt. Gerade bei Internetseiten hat das den Vorteil, dass man eine PDF-Kopie bei seinen Unterlagen hat, weil sich ja Internetseiten doch des Öfteren ändern. Bei der Übersicht finde ich hier auch wiederum meine Kategorien. Ich klicke auf den kleinen Bleistift, um dieses Internetdokument einer Kategorie zuzuordnen. Ich wähle den Begriff biogene Drogen, bestätige mit OK. Ich kann nun mit meiner Recherche weiter fortfahren. Hier habe ich wiederum ein PDF-Dokument gefunden von der Ärztekammer Baden-Württemberg. Ich nehme auch dieses Dokument mit Hilfe von dem Citavi-Picker in mein Projekt auf. Ich verfahre wie schon bekannt, lasse mir das Dokument in der Vorschau anzeigen und klicke hier, um eine lokale Kopie zu erstellen. Innerhalb des Dokumentes habe ich eine Stelle entdeckt, die ich gerne zitieren möchte. Ich markiere hier einfach diesen Text, betätige wieder die rechte Maustaste und wähle den Befehl aus, ich möchte dieses als Zitat übernehmen. Jetzt habe ich ein sogenanntes wörtliches Zitat. Als Kernaussage werden immer die ersten Wörter des Zitats verwendet. Ich kann diese Kernaussage allerdings auch verändern. Ich füge wieder eine entsprechende Kategorie zu, bestätige jetzt mit OK und muss allerdings noch ein zweites Mal bestätigen. Auf der Registerkarte Inhalt habe ich eine Möglichkeit, mein Dokument bzw. mein Zitat auch näher zu beschreiben. Ich kann zum einen eine kurze Zusammenfassung des Internetdokumentes vornehmen, als auch eine Bewertung. Ferner habe ich die Möglichkeit, sofort eine Aufgabe zu erteilen. Hier wähle ich zum Beispiel Begutachten und Bewerten. Im Laufe des Projektes kann ich die einzelnen Aufgaben vom Fortschritt her über diesen Schieberegler verändern.
sodass ich immer einen Überblick habe über meine offenen Aufgaben. Eine andere Möglichkeit, Zitate zu erfassen, geht folgendermaßen. Ich bin zurzeit auf der aktuellen Internetseite und markiere mir dort den Text, den ich gerne zitieren möchte. Ich betätige wieder die rechte Maustaste und erhalte über den Citavi-Picker die Möglichkeit, den Titel aufzunehmen und die Markierung zu speichern als Zitat. In Citavi hat sich jetzt sofort das Zitatbearbeitungsfenster geöffnet. Ich kann hier wiederum die Kernaussage verändern und eine entsprechende Kategorie hinzufügen. Ich bestätige zweimal mit OK und auch dieses Zitat ist erfasst. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ich Literatur mittels der ISBN-Nummer abrufe. In dem Fall würde ich hier in dieses Feld die ISBN-Nummer eingeben, die Eingabe übernehmen und Citavi würde dann in den gängigen Datenbanken suchen, welche Literaturangaben zu dieser ISBN-Nummer passen. Das heißt, ich muss also bei der Erfassung der Bücher nicht mehr händisch Titel, Autor, Verlagsort und so weiter eingeben, sondern mir reicht in dem Fall die ISBN-Nummer. Des Weiteren kann ich direkt aus Citavi heraus eine Suchanfrage starten. Ich kann dabei wählen, in welchen Datenbanken ich suchen möchte. Ich suche jetzt nur in den dreien, in den gemeinsamen Bibliotheksverbund und in der Freien Universität bzw. in der Technischen Universität. Je nachdem, wie viele Datenbanken durchsucht werden müssen, dauert diese Recherche an. Ich erhalte hier eine Liste und kann sowohl einzelne Daten erfassen, als auch alle Titel übernehmen. Soweit zunächst einmal zur Recherche. Arbeiten wir jetzt mit unserem Word-Dokument. Bei der Installation von Citavi habe ich die Add-ons für Word mit installiert. Dadurch erhalte ich in Word eine weitere Registerkarte. Hier habe ich die Möglichkeit, den Aufgabenbereich zu verwalten. Ich kann also direkt mein Word-Dokument mit einem Projekt verbinden. Meine gesamten Zitate sind geordnet nach den einzelnen Kategorien. Ich klicke jetzt einmal auf das oberste, dass ich alle Kategorien, nur die aktuelle Kategorie und so weiter importieren kann. Ich mache es jetzt zunächst einmal nur mit der aktuellen Kategorie. Als Zitationsstil habe ich den Citavi-Basisstil verwendet. Dieser Zitationsstil ist für die gängigen Projekte ausreichend. Hinter den Zitaten taucht dann also quasi eine Klammer auf mit einer kurzen Angabe vom Titel bzw. dem Ursprung. Am Ende erhalte ich das sogenannte Literaturverzeichnis. Jetzt fehlt mir natürlich noch ein Inhaltsverzeichnis für meine Arbeit. Dieses kann ich mit den Word-Mitteln realisieren. Somit habe ich schnellstmöglich das Gerüst für eine Facharbeit erstellt. Die Zitate sind schon mal enthalten und ich habe jetzt die Möglichkeit, zu den einzelnen Gliederungspunkten meine eigene Arbeit zu verfassen.